Musikvideos tanzen halbnackte Frauen. Das ist die Welt von Gangster-Rapper Sido. Doch jetzt zeigt er sich von einer ganz anderen Seite. Er kümmert sich nach Jahren wieder um seinen Sohn, ruft die Gesellschaft auf, mehr für Jugendliche zu tun. Und er nimmt endlich seine Maske ab. Jeder zeigt, wie es geht, doch ich seh's nicht. Doch ich weiß, deine Kinder verstehen mich. Also red nicht. Die Totenkopfmaske ist sein Markenzeichen. Oder besser gesagt war. Denn neuerdings zeigt sich Sido immer öfter ohne und trägt lieber eine schnöde Brille. Mit Kontaktlinsen hat er nämlich so seine Probleme. Ich kann mir nicht ins Auge fassen. Doch nicht nur sein Äußeres nimmt andere Formen an. Der 27-Jährige will auch beruflich den Kurs wechseln. Ich habe den Anspruch, mich weiterzuentwickeln, besser zu werden, andere neue Sachen zu machen. Ganz neu ist auch, dass Sido sich nach 4 Jahren wieder um seinen Sohn kümmert und das neue Verantwortungsbewusstsein auch in seinen Songs unterbringt. Teenagerzeit hat Sido trotz Drogenmissbrauchs zwar überlebt, über seinen Tod macht er sich trotzdem Gedanken. Die ganzen Leute, die mich lieben, die würde ich einfach, wenn ich die zurücklasse so, und die wären traurig und würden um mich weinen, das wäre das Schlimmste am Tod. Angesichts der nächsten Single-Auskopplung scheint Sidos neues Ich allerdings nur eine Phase gewesen zu sein. In Carmen gibt's wieder gewohnt wenig Stoff und die Maske. Carmen, hörst du das? Ich würde sterben für dich. Die sagen, ich bin verrückt.